So, dann mal auf in die Taverne. Warte mal einen Augenblick, Bali. Ich kann verstehen, dass du dich ausruhen möchtest. Aber sollen wir nicht zuerst Chess berichten? Ja, wäre ein Vorteil. Den treten wir erstmal alle in den Arsch. Was dem einfällt, uns hier so einen Auftrag zu verschaffen. Der arme Joey. So, wo ist er? Der Verräter. Ist er da oben drin noch? Ne. Dann bestimmt hier. Heute ist eine wichtige Konferenz. Du kannst nicht hinein. Ich will aber. Ich habe wichtige Neuigkeiten für Chess. Ich muss ihn in den Arsch treten. Heute ist eine... Ja, verdammt. Und du? Wir können Chess oder Annabelle nicht treffen. Was machen wir jetzt? Sind Victor und die anderen hier? Die waren doch unterwegs, um neue Leute zu rekrutieren. Hm. Vielleicht sind sie auch schon wieder zurück. Schauen wir mal, ob wir jetzt in die Taverne kommen. Ja, da hocken sie ja. Klar, und wieder am Saufen. Bali, ist alles in Ordnung? Leona sagte uns, was hier vorgeht. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Ja, mit mir ist alles in Ordnung. Aber Joey... Hm? Ja, er ist nicht hier. Was geschah mit Joey? Also, weißt du... Was? Sie haben Joey gefangen genommen? What the fuck? Nun, ich weiß es nicht. Joey sagte, dass er uns folgen würde. Wovor fürchtet er sich denn? Gehen wir zu Chess und fragen ihn, was eigentlich los ist. Aber Chess war nicht da und wir durften nicht zu Annabelle. Keine Sorge, ich zeige euch einen guten Trick. Na dann bin ich ja mal gespannt. Victor tritt dem Konvoi bei und der Flick. Einen guten Trick. Hm. So, schauen wir mal. So, mach dich auf was gefasst, du Beamter. Was wollt ihr denn hier? Lady Annabelle bereitet sich auf eine Konferenz vor. Bams, du Hund. Voll auf die 12. Guter Trick, was? So geht man am besten mit Staatsangestellten um. Gehen wir hinein. Ja, wo recht oder recht. Was soll denn das? Victor und Flick, was ist geschehen? Warum sieht es so ärgerlich aus? Hey, du! Stimmt es, dass du Bali und Joey geschickt hast, damit sie sich in das Camp von Halden einschleichen? Wartet mal eine Minute. Werde nicht gleich so ärgerlich. Ja, ich bat sie darum. Und nun, lasst mich los. Annabelle, ich kenne dich nicht so gut. Aber ist der Staat wirklich so in schlechter Verfassung, dass er Kinder wie diese als Spione einsetzen muss? Chess! Ich bat sie darum, weil wir zum Sieg über die Armee von Highland wissen müssen, wie viele Vorräte sie haben. Bali, wie viele Vorräte haben sie denn? Alter, Joey ist nicht da, du deine scheiß Vorräte. Das waren für 2 Wochen, glaube ich. Du... Ist das alles, was du... Wichtig ist jetzt Joey. Was ist mit Joey los? Joey wurde von Highland gefangen genommen. Nun, eigentlich weiß ich nicht, ob er gefangen genommen wurde. Jedenfalls kam er nicht zurück. Bitte rettet Joey. Bali, Nanami, ich danke euch dafür, dass ihr uns diese wichtige Information beschafft habt. Außerdem entschuldige ich mich dafür, dass ich euch in Gefahr gebracht habe. Aber ich fürchte, wir können Joey zurzeit nicht retten. Wir haben alle Hände voll zu tun, die Stadt zu schützen. Vergebt mir. Aber,
Bali, Nanami. Herumstehen und quatschen bringt Joy niemals sicher zurück. 2 Wochen bedeutet, dass sie einen Blitzangriff planen. Nun können wir unsere Strategie auf der Hilltop-Konferenz planen. Vielen Dank, Bali. Warum du... Bitte, keine Gewalt. Keine Gewalt. Ah. Wie kannst du es wagen, Söldner? Wir brauchen die Informationen, um Moose zu retten. Außerdem ist es deine Schuld, dass Lady Anna beleidet. Alter, du Hund, gehst du aufs Maul. Was? Hör auf, Chess. Genug, Victor. Ich schätze, dass Söldner wie wir zu dem, was hier vorgeht, nichts zu sagen haben. Gehen wir zurück. Verdammt. Ja, danke. Ihr verschissenen Beamten, ey. Und Staatsangestellten. Ist ja mal wieder typisch, ey. Nur wenn euer eigenes Wohl besorgt. Es tut mir leid, Bali, wenn wir da gewesen wären. Ich hoffe nur, dass Joey okay ist. Ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Er kommt bestimmt zurück. Es ist schließlich Joey, er kommt schon durch. Ich weiß nicht, klar. Du hast recht. Nun, ich werde auf Joey draußen am Tor warten. Nun heißt es wohl, abwarten. Schauen wir mal raus zu Nanami. Vielleicht ist Joey ja schon mittlerweile hier. Schaut nicht so aus. Hey Bali, Joey ist noch nicht zurück. Ich werde noch etwas auf ihn warten, Bali. Warum gehst du nicht zurück zu Leona und ruhst dich aus? Wenn er zurückkommt, berichte ich dir. Okay, ich warte mit dir? Okay, nee, wir warten mit ihr. Das wäre schön. So geht es vielleicht schneller. Nein, wohl doch nicht. Ja, warte nur. Jo, und wir warten. Und wir warten. Und warten. Es ist spät, Bali. Du solltest bei Leona warten. Ich will aber nicht. Ich bleibe bei dir. Und wir warten wieder. Und wir... Oh. Pelika. Keuch, 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 keuch. Ist alles in Ordnung, Pelika? Bäh. Es wird schon alles gut, Liebling. Joy kommt sicher zurück. Hm. Möchtest du bei mir warten? Er kommt zurück. Er versprach es. Hm. Warum bleibt Bali eigentlich immer stehen? Kann das ihn ja auch hinsetzen? Und wir warten. Hey, erinnerst du dich daran, als du dich im Lutewald verirrt hast? Während Großvater Gengaku dich gesucht hat, haben Joey nicht genauso auf dich gewartet. Du bist zurückgekommen und ich weiß, dass Joey auch zurückkommt. Ja, wir warten aber noch. Wo ist denn Joey? Der lässt sich aber wieder mal Zeit, Mann. Ich denke, du sollst bei Leona warten, sonst erkältest du dich. Ich warte mit dir. Wie oft denn noch? Warum hörst du nie darauf, was deine große Schwester dir sagt? Ja, hörst du, was wir sagen? Nee. Wir warten noch etwas. Die hört genauso wenig auf das, was wir sagen. Die hat nur uns in ihrem Kopf. Nun, um die Geschichte zu beenden. Während wir auf Bali genauso wie jetzt warteten, weißt du, was Joy machte? Er weinte die ganze Zeit. Kannst du das glauben? Unser Joey weinte wie ein kleines Baby. Dieses Gespräch bleibt aber unter uns, okay? Ich versprach Joey, dass ich es niemandem erzählen würde. Mal sehen. Komm darauf an, wie du dich wieder aufführst. Und Pelika schläft gleich.
Schnarch, schnarch. Knapp, ist er weg. Sag mal, schnarch. Pelliger war wohl ziemlich müde. Es ist spät. Joey? Bali? Es ist spät, Bali, nicht Joey. Auf Joey warten wir doch. Muss ich nicht verstehen. Ach ja. Hey, Bali. Weißt du, was ich denke? Wenn Joey zurückkommt, sollen wir von hier weit fortgehen. Na, ein bisschen Urlaub wäre nicht schlecht. Was ist jetzt los? Na, lass uns raten. Da kommt der Joey. Wer hätte es gedacht? Hast du uns was mitgebracht? Nee, wahrscheinlich nicht. Bali, Nanami. Ich hab's auf mich gewartet. Du bist zurückgekommen. Du bist wirklich zurückgekommen. Bali, Nanami. Ich habe mein Versprechen gehalten. Willkommen daheim. Ich bin zu müde vom Warten. Willkommen, home sweet home. Danke, Bali. Das ist nett von dir. Es ist schön, wenn Menschen auf einen warten. Pelliger hat auch gewartet. Danke. Da ist er ja wieder, der Ausreißer. Also den Heiländern mal ordentlich in den Arsch getreten, hoffe ich doch. Und wieder am Pennen. Hey, wie lange wollt ihr beiden denn noch schlafen? Nanami, noch ein bisschen. Weißt du, ich hasse es am Morgen. Los doch. Ich weiß, dass es hart war, aber es ist bereits eine Woche her. Du musst dich davon lösen. Wie, liegt eine Woche schon im Bett und pennt, oder was? Los, los doch, gehen wir. Gehen? Wohin? In Houston Hill passiert irgendetwas. Von überall her sind Leute gekommen. Ist es ein Fest? Vielleicht so etwas Ähnliches. Los, gehen wir. Nun gut, sollen wir gehen, Bali? Ja, bevor sie uns wieder auf den Keks geht, unsere kleine Nanami. Gehen wir halt mal mit. Kling. Ich glaube, wir speichern aber nochmal. Willkommen, bleibst du über Nacht? Nein, ich will nur speichern. Ich komme öfters. Ja, speichern mal da oben. So, na dann. So, Houston Hill war, soweit ich mich noch recht erinnern kann, darf, soll und müsste, war es irgendwo links oben. Glaube ich zu wissen. Ja, das schaut gut aus.